Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Summer and Mara. Ja, wir sind angekommen hier, nachdem wir den Haken geholt haben aus dem Riesenvogelnest. Und ich habe euch ja gesagt in der letzten Folge, wir wollen jetzt mal zu Saimi gehen. Mal sehen, was die uns zu sagen hat. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir die nächsten Quests weiterführen. Ich muss ja demnächst auch mal wieder auf die Insel. Ich brauche ja unbedingt neue Ananas für dieses blöde Gericht. Ich habe ja so gehofft, dass ich irgendwann mal damit durch bin und das abschließen kann. Aber nein, der Gefallen wurde mir nicht getan. Aber immer schön Stück für Stück, eins nach dem anderen. Wir müssen halt verhindern, dass die Elits an meine Insel gehen. Irgendwie müssen wir da was tun. Aber die Quests werden uns schon den Weg weisen. Wo warst du? Du bist einfach weggerannt. Saimi, vor einiger Zeit hast du einen Brief von Haku bekommen. Wie bitte? Saimi, bitte. Ich kann es jetzt nicht erklären, aber es ist dringend. Was stand in dem Brief? Nach all den Jahren, nach all dieser Zeit, hat Haku mir wieder geschrieben. Wie aus dem Nichts. Was ist passiert? Deine Großmutter ist eines Tages einfach verschwunden. Sie hat die Marine verlassen und uns alleine zurückgelassen. Und damit auch mich. Danach war nichts mehr wie zuvor. Jet wurde besessen von seiner Arbeit, Dunna wurde auf ein anderes Schiff versetzt und ich bat um eine neue Position an Land. Einige Jahre später verlor die Marine ihren Nutzen und langsam, Stück für Stück, löste sie sich auf. Aber wir, Hakus Matrosen, wir konnten nie ganz loslassen. Wegen allem, was sie uns beigebracht hatte, wir sollten Mara schützen, koste es, was es wolle. Weißt du was, Koa? Als ich sie zum ersten Mal traf, war sie noch nicht so. Ich erinnere mich noch an den Tag, als wir die Aufnahmeprüfung machten. Damals war sie so wie du. Fröhlich, wild und unbeschwert. Sie änderte sich mit der Zeit. Sie nahm eine riesige Verantwortung auf ihre Schultern. Saimi, ich brauche den Kristall. Ich kann ihn dir nicht geben, Koa. Er ist das letzte Andenken, das ich an Haku habe. Mein Plan war, dich noch ein paar Jahre zu trainieren und dir Aufträge zu geben und den Inhalt des Briefes als Vorwand zu verwenden. Ich weiß, dass du Haku sehr geliebt hast. Du weißt nicht, wovon du redest, Kind. Haku hat mir das Herz gebrochen. Das werde ich nie wieder zulassen. Das hier ist aber wichtiger. Tut mir leid, Koa. Es wird nicht passieren. Dunna würde ihn mir geben. Ja, aber ich bin nicht Dunna. Geh und frag sie nach dem Kristall. Ich war schon bei ihr, Himmel, Herrgott. Ja, gut, wir haben den Auftrag von Saimi, Dunna zu fragen. Wir haben die Schatzkarte, die wir zur Regatta noch bringen müssen. Dann haben wir noch die Spezialität mit den Ananas. Und bringen den Piratenhaken von Herrn Echo zu Mayo. Das werden wir jetzt als nächstes tun. Die Quest ist quasi noch offen. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen neue Quests öffnen, um weiterzukommen. Denn wir haben tatsächlich noch keinen Anhaltspunkt, wie wir weitermachen können. Mal sehen, was Haku sagt. Aber die Piraten wollen uns ja auch nicht wirklich helfen. Und es geht ja um unsere Insel quasi. Ach, warte mal, hier vorne lang. So. So, liebe Mayo. Schau, der Piratenhaken von Herrn Echo. Wirklich? Sagst du diesmal die Wahrheit? Ich schwöre es bei meinem Boot. Oh, ich könnte platzen vor Freude. Er riecht ein wenig streng. Nicht so wichtig.
Das ist ein echter Piratenhaken. Okay, und was kriege ich dafür? Nichts, ne? Koa, Koa, hehehe. Gut. Schauen wir mal. Wie viel haben wir denn schon bei Mario? Oder sind wir fast durch? Mario sind wir fast durch. Bei Napopo sind wir fast durch. Okay, mit Taima müssen wir für den nächsten Auftrag. Da muss er wieder zum Eisberg. Bring Egg oder Sandwich. Haben wir das? Nein. Wo kriegen wir das? Ach, das müssen wir zu den Kupferinselchen bringen. Das Sandwich. Können wir das? Was machen wir hier? Danke, dass du mir den Gefallen getan hast. Ich habe so viel zu tun. Das ist nett. Ich glaube, wir müssen mal runter in die Küche. Können wir eigentlich schon Sandwich machen? Wir können Sandwich machen. Uns fehlt der Käse. Käse machen wir aus. Butter wahrscheinlich oder aus Milch. Warte mal. Hast du Käse? Nein, hast du nicht, ne? Ah, Pflanzenöl. Kaufen wir mal. Ich sehe den Käse tatsächlich nicht. Vielleicht können wir den auch nur bei uns in der Küche. So. Haben wir denn schon bei... Die beiden haben wir komplett abgeschlossen. Den haben wir komplett... Und den haben wir auch komplett abgeschlossen. Okay. Akai müssten wir auch nochmal fragen. Okay. Wir wurschen mal ganz kurz zu Akai. Schaffen wir das noch? 12 Uhr sollte gehen. Alles nur ein Ball. Das sah von Weitem aus, als wenn da irgendwas auf den Boden gefallen ist. Ja, so langsam Stück für Stück kommen wir voran. Es ist ein Ende in Sicht. Ich weiß noch nicht, wie das Ende aussehen wird. Aber einige Sachen erledigen sich quasi von selbst. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen Müll weggeworfen. Müssen wir den Käse tatsächlich... Oder wir müssen mal gucken, dass wir hier im Restaurant nochmal Käse gekauft kriegen für das Sandwich. Aber jetzt erstmal schnell zu Akai. Oh, der Weg ist so weit und die Zeit geht so schnell. So, Akai. Hallo Akai, wie geht es Lizio? Er fürchtet sich ein wenig wegen der Sache mit seinen Schwestern. Um ehrlich zu sein, genau darüber wollte ich mit dir sprechen. Kannst du mit ihnen reden? Auf dieser Insel haben alle Angst vor ihnen. Ich habe keine Angst. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Ich werde mit ihnen reden. Okay, sprich mit Lizios Schwestern Pilli, Milli und Tilli. Machen wir. Machen wir. Die verarschen uns zwar sowieso wieder nur, aber vielleicht kann man das eine oder andere drehen. Ich weiß nicht, ob ich mit allen drei reden muss. Aber wir fangen wie immer von vorne an. Ach, hier kommen wir nicht durch. Menno! Hier kommen wir auch nicht durch. Menno! Ja, wozu sind Wege da, Andrina? Wozu sind Wege da? Damit man sie läuft. So. Milli Pilli Tilli, wir müssen über Lizio reden. Dieser kleine Strolch. Wo steckt er? Ich will ihn sofort sehen. Er ist nicht hier, aber er würde gerne die Insel besuchen. Dann soll er hierher kommen. Wir können es kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Wirklich? Natürlich, er ist unser kleiner Bruder. So schwächlich. Als wir noch Kinder waren, haben wir ihn ständig geärgert. Vielleicht will er deshalb nicht hierher kommen. Ihr hört jetzt besser auf damit.
Lizio möchte gerne die Insel besuchen. Aber nur, wenn ihr aufhört, ihn zu ärgern. Versprochen, wir werden ihn nicht ärgern. Hier, nimm diesen Lutscher. Lizio hat diesen Lutscher immer geliebt. Wenn du ihm den Lutscher gibst, weiß er, dass wir ihn nicht vergessen haben. Vielen Dank, ich werde ihm den Lutscher geben. Ich glaube euch kein Wort. Kein Wort glaube ich euch. Nichts, nada, nothing. Ihr seid solche bösen Menschen. So. Kein Käse. Aber ist auch egal. So, dann schauen wir mal, wo wir da hin müssen, um Lizio den Lolli zu geben. Ist er hier? Ja. Also müssen wir zu Akai. Wieder mal. Aber jetzt wird es langsam eng. 16 Uhr macht die Beste dicht. Das schaffen wir nicht, ne? In einer Minute sind wir nicht da oben, ne? Aber wir müssen es versuchen. Echt, hier eine Sekunde ist ein Tag. Quatsch. Eine Sekunde ist ein Tag. So schnell, das geht ja nur auch wieder nicht. Nee, aber so, weiß gar nicht, 5 Minuten oder was. So, Akai. Ich glaube, mit Lizios Schwestern ist jetzt alles geklärt. Sie haben mir gesagt, dass ich ihm diesen Lutscher geben soll. Ich bin mir sicher, dass ihn das an seine Kindheit erinnern wird. Ich werde ihm den Lutscher geben. Vielen Dank. Ja, das, ich habe eine weitere Bitte an dich. Wie kann ich dir helfen? Kannst du für mich zum Metallkoloss im Norden gehen? Dort liegen ein paar Teile, die ich brauche. Aber ich kann sie leider nicht selbst holen. Kann Lizio dich nicht dorthin bringen? Unmöglich, er erträgt die Kälte nicht. Und er weigert sich, eine Jacke anzuziehen. Er trägt immer nur dieses kitschige Hemd. Okay, ich besorge dir diese Teile. Natürlich. Natürlich. Ja gut, dann werden wir zum Norden fahren. Wir müssen ja eh noch mit Naimi reden. Taimi reden, so war das. Dann werden wir uns da jetzt auf den Weg machen. Wir machen natürlich alles, nur nicht unsere eigene Insel retten. Wäre ja auch ein Ding. Aber ohne die Kristalle kommen wir auf unserer Insel ja auch nicht weiter, ne? Mama. Alles schwierig. Allep. Ach, falscher Weg gewesen, das ist egal. Ich will trotzdem nochmal wissen, wegen dem Käse, warum ich den jetzt hier nicht sehe. Vielleicht finden wir ja Käse unterwegs wieder. Wir hatten ja mal Käse. Nein, den kriegen wir bestimmt oben bei Saimi, ne? Kriegen wir den oben bei Saimi? Warte mal. Hier haben wir was wir mitnehmen können. Kaleb wird auch kein Käse haben, ne? Warte mal, hast du Käse? Nee, wahrscheinlich nicht. War ja klar. So, dann schauen wir mal, wo wir hin müssen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Zu Donner müssen wir, zu Regatta müssen wir. Bring Echo dem Piraten das Sandwich. Fang ein paar Lachs. Ach, die müssen wir auch noch. So. Da müssen wir zum Eisernen Koloss und da müssen wir zu Taimi, um neue Quests zu machen. Also würde ich sagen, 2x Norden, 3x Osten. Und zwischendurch Taimi mitnehmen, ne? Wenn wir sie finden. So, Richtung Norden ist natürlich hinter der Insel. Wer hätte es gedacht? Oh, die Lachse. Ich glaube, ich hatte in der letzten Folge versprochen, dass wir jetzt bald die Lachse fangen. Ich habe keine Zeit für Lachse. Nein, irgendwann müssen wir sie fangen. Da kommen wir nicht drum herum. Aber nicht jetzt. Wir machen erstmal andere Quests. Oh, Menno. Ach, jetzt bin ich zu weit gefahren. Ich bin auch ein Dödeltier. So, ab nach Norden.
Habe ja die Hoffnung, dass ich hier irgendwo einen Käse finde, aber wahrscheinlich ist das nicht der Fall, ne? Ja. Was soll's? Dann drückt mal die Daumen, dass wir jetzt dass wir Taimi finden. Jetzt müssten wir auf der nächsten Insel theoretisch Taimi finden. Mal sehen, was sie noch für einen Auftrag für uns hat. Ist sie da? Ja, da ist sie. Da. Ah, Taimi, warte. Koa, weißt du, was ich jetzt wirklich gerne hätte? Kürbiskuchen. Aber hier draußen, mitten auf dem Meer? Ein Freund von mir ist ein wirklich guter Koch. Er mag es auch zu backen. Vielleicht kann er dir helfen. Ich werde ihn fragen. Frage Bram nach Kürbiskuchen. Haben wir nicht schon Kürbiskuchen? Ich kann jetzt gar nicht gucken, ne? Und wir müssen weiter nach Osten. Wir müssen weiter nach Osten. Warte. Ich weiß nicht, ob wir die schon hatten. Aber selbst wenn, sie hat uns tatsächlich noch was gebracht. Man müsste jetzt quasi das ganze Meer nochmal abschippern, um alle Postkrabben zu finden. Aber ich glaube, da bin ich nicht motiviert zu. Diese Errungenschaft wird mir wahrscheinlich verborgen bleiben. Nein, nicht schon wieder. Andrea, warum machst du das? Warum machst du das? Weil wir noch nicht genug Küken auf unserer Insel haben. So. Hier sind wir jetzt beim Eisenkoloss. Und jetzt muss ich hier irgendwo... Ich hab's Teil gefunden schon. Ach, das war's schon. Siehst du den Kaktus in der Wüste? Wir fahren, glaube ich, auf dem Weg auch wieder zurück. Weil Dunna ist natürlich ganz im Süden. Dann werden wir... Warte mal, was ist das hier? Eine Postkrabbe? Die haben wir schon. Okay. Irgendwann sagt er sowieso, ist gleich jetzt Nacht und so. Unser Sprit geht alle. Wir müssen dringend nach Hause. Wir können hier nicht noch lange durch die Gegend schippern. In Quelis müssen wir unbedingt tanken. Das nützt nichts. Logischerweise fahren wir als erstes nach Quelis, weil wir dort die beiden Quests abgeben können. Und dort ist dann auch der Tank. So, ab nach Süden. Oh, ich befürchte. Aber wir kriegen das schon hin. Es ist schon spät, wir sollten mit dem weitersegeln. Ja, genau. Ich hab's mir gedacht.
Also eine Runde Bubu gemacht und weiter geht's. Boah, ist das hell, wenn man das so sieht. Keine Zeit, ab, ab, ab. Vielleicht schaffen wir es sogar noch rechtzeitig. So rechtzeitig nach Quelis, dass wir Akai das noch geben können. Warte mal. Ach, egal. Bin ich hier überhaupt richtig? Warte, lesen. Nein. Lesen. Gut. Bin an Quelis vorbei. Gut. Dann fahren wir jetzt nach. Warte. Nach Westen, Menno. Aber da können wir auch tanken. Wir sind doch glatt weg an Quelis vorbeigefahren. Na gut, dann tanken wir eben hier. Dann schaffen wir es wahrscheinlich nicht mehr. Ein neues Tier. Und hier werde ich dann auch gleich mal gucken, ob wir nicht doch Käse kochen, backen, wie auch immer können. Endlich mal wieder auf der Heimatinsel. Wäre schon schön, wenn hier Ananas wäre. Das wäre ganz toll. Aber der Gefallen wird uns nicht getan, ne? Die Ananasbäume sind natürlich kein Deut gewachsen. Genä. Okay. Der Tiere haben wir einige, nur nicht das, was wir für brauchen. Ich möchte mich gerne um euch kümmern, aber gerade keine Zeit, keine Tiet. Wir brauchen Sprit fürs Boot und einmal gucke ich kurz in die Küche. Und dann bin ich auch schon wieder weg. Es fehlen drei Kristalle. Ein hat Saimi, ein hat Donna. Ein Kreuz, ein Kreuz. Es ist wirklich schade, dass man echt so. Man hat die ganzen Tiere, wisst ihr was? Ihr könnt jetzt auch mal hier rumlaufen. Lauft hier rum, macht, was ihr wollt, holt euch, was ihr wollt. Küche. Aber in dieser Küche können wir auch nicht mehr machen. Also wir können tatsächlich kein Käse machen, ne? Das ist wirklich. Bin ich jetzt ein bisschen überfordert mit der ganzen Sache? Keine Ahnung. So. Nee, ich will ja nicht so. Aber ich kann hier auch wirklich nichts machen, ne? Das ist die Säge, die ich nicht benutzen kann. Ja, keine Ahnung. Also haben wir das Rezept quasi noch nicht für das Sandwich. Also für das Sandwich schon das Rezept, aber noch nicht den Käse. Ah ja, gut. Egal. Warte. Guck mal, jetzt können die Schweine raus, aber die laufen gar nicht raus. Die gucken nur ein bisschen, ne? Ihr habt Angst, ne? Ja. Lauft nicht ins Wasser, ihr könntet sterben. So, weiter geht's. Nee, nach was müssen wir denn? Nach Norden, selbstverständlich nach Norden. Nach Norden. 13 Uhr. Es wird schwierig. Es wird schwierig.
Ich glaube, wenn wir die Lachse haben, kriegen wir das Käserezept. Und dann können wir... oh, für Herrn Echo das Dings machen. Das Sandwich. Also, ich glaube, dass diese Quests gerade mal ineinander greifen. Ich vermute es. Einfach mal. Ach je, 14 Uhr. Wir haben einen weiten Weg. Onzi haben wir ja auch schon abgeschlossen, unseren Onzo. Aber ich glaube, den werden wir trotzdem noch irgendwann mal sprechen müssen. Wie spät haben wir das? So, alles gut. Eine Minute hätten wir noch Zeit. Ich glaube, eine Minute ist ja eine Stunde. Also furchtbar schnell, ne? Weniger sogar. So, das war unglaublich. Okay, der Koloss. Ja, das ist er wirklich. Als du ihn berührt hast, hast du auch einen kleinen Stromschlag gefühlt. Nein, ich habe nichts Besonderes gefühlt. Vor ein paar Monaten habe ich auf einmal dieses Tattoo bekommen, nachdem ich dort war. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wurdest du dazu auserwählt, ihn zu steuern. Glaubst du wirklich? In manchen Nächten weckt mich ihr blauer Schimmer auf. Mir gefallen sie, sie stehen dir. Das sieht nach Elitz aus, oder? Ich danke dir sehr, Koa. Hier einige Materialien für dich. Kupfer und Nägel haben wir bekommen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe nämlich eine Errungenschaft, dann haben wir Akai abgeschlossen. 2, 3, 4 Leute haben wir schon abgeschlossen. Hier bei dem brauchen wir noch wirklich lange. Lachse. Auf der Eiseninsel. So, Lachse. Was hatten wir jetzt noch, was wir abgeben konnten? Echo das Sandwich. Warte, hier Taimi. Wo waren die jetzt? Taimi. Wo ist sie jetzt? Da. Frag Bram nach Kürbiskuchen. Okay. Wir fragen Bram noch Kürbiskuchen. Und dann müssen wir wahrscheinlich angeln gehen. Großes Mimimi bei Andrina. Weil sie Angeln so sehr liebt. Genäh. Aber erstmal runter zu Bram. Vielleicht gibt der uns den Kürbiskuchen. Aber ich habe doch schon mal... Käse hatte ich doch schon mal. Irgendwo hatte ich schon mal Käse. Habe ich den auf dem Meer gekriegt oder so? Ich weiß nicht. So, Bram, mein Bester. Ich weiß, wir haben dich abgeschlossen. Von dir kriege ich keine Quests mehr. Also kann ich dich beruhigt ansprechen. Bram, weißt du, wie man einen Kürbiskuchen macht? Kürbis? Es ist schon ziemlich lange her, seit ich einen gebacken habe. Warum willst du das wissen? Es ist für eine Freundin von mir. Sie ist eine Piratin. Oh. Eine Piratin? Wie gruselig. Back ihn einfach und ich sage ihr, dass sie zur Strandbar kommen soll. Auf diese Weise gewinnst du neue Kunden für Taka. Hm. In Ordnung. Okay. Jetzt haben wir auch das Rezept. Bring Brams Kürbiskuchen zu Taimi. Jawolla. Dann haben wir diese auch. Lass mich in Ruhe. Ich muss mich um das Geschäft kümmern. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. So, Kürbiskuchen können wir jetzt auch. Der ist hier. Den könnten wir sogar backen. Aber einen Käse haben wir immer noch nicht. Genäh. Genäh, genäh, genäh. Ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg... die Lachse zu holen und zu Dunna. Das sind so die nächsten Sachen, die ich machen möchte. Ich möchte nicht schon wieder hoch in den Norden fahren. Und wenn ihr mit dabei sein wollt, ihr kennt das schon, dann zur nächsten Folge übermorgen einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen hoch. Habt ihr Ideen, Tricks, Tipps, ruhig runterschreiben unter dieses Video. Weil ich muss ganz ehrlich zugeben,
aus manchen Kommentaren, die auch nur geraten waren, habe ich dann tatsächlich was machen können. Und das ist mal so das Zusammenspiel zwischen euch und mir. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye.